So, wir sind zurück bei Let's Play Final Fantasy 8 und wir sind auf Etage 7 und ja, wenn wir hier raufgehen wollen, sagt Quistis, glaube ich, zurück nach oben ist sinnlos. Das heißt, wir gehen einfach weiter runter und schauen, wo wir den Kran finden können. Ich glaube auch, dass nicht alle Barrieren jetzt aufgebaut sind. Also ich glaube, dass viele Barrieren jetzt einfach abgebaut werden. Ah, wie auch immer. Ich zeige den Weg zumindest ganz her, damit wir wissen, auf welche Etage wir gehen müssen. Aber die Zufallskämpfe schneide ich natürlich raus. Ich hoffe, wir sind bald fertig mit dem komischen Gefängnis hier. Aber allzu lang kann es ja nichts mehr dauern, oder? Ah, fünfte Etage. Ich glaube, wir müssen nämlich auf die vierte, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und übrigens, ich dürfte wirklich irgendwo den Combat King... Ich habe keine Ahnung, welche Ausgabe das ist. Auf jeden Fall die Ausgabe. So, irgendwer hat was gelernt. Ich glaube, die Brothers haben etwas gelernt. Kann das sein? Nein, weiß nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Ah, Karbunkel was. Wir werden hier... nehmen wir HP-Kopplung oder mal... Nehmen wir Magie-Kopplung, die brauchen wir nämlich noch. HP-Kopplung haben wir, glaub ich, bei allen schon irgendwie ganz gut. So, dann geht's weiter. Müsste eigentlich nur mehr eine Treppe sein, dass wir fertig sind. Allzu lang dauert das hoffentlich nicht mehr, das komische Gefängnis hier. Ich fand den, abgesehen davon, dass die Mumbas hier dauernd von Laguna reden, fand ich das Gefängnis sicher als einen der fadesten Teile von Final Fantasy VIII. Also sicher ganz oben dabei. Okay, wir müssen doch nicht auf die vierte Ebene. Vielleicht müssen wir noch weiter runter, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollen wir nicht nach oben. Ich dachte mir eigentlich, wir müssen ganz runter, also ich glaube der... Okay. Ja, wir müssen auf die dritte Ebene. Wie auch immer. Wir sollten jetzt unbedingt Kopplungen wechseln. Und zwar einfach wieder so wie vorher. Ich vergesse immer sowas, glaube ich, ja. Also, Selfie. Benoit Kistis und Scroll Irvine. Einfach wechseln und dann raufgehen. Und nicht mehr in den Folterraum, sondern hier die Treppen rauf. Die konnten wir vorher, glaube ich, nicht raufgehen. Da sagt er, wir müssen unbedingt da bleiben oder so. Ah. Okay. Und wir werden, abgesehen davon, dass wir geheilt werden, werden wir uns kurz nochmal... abgesehen davon, dass wir Geld bekommen, werden wir uns kurz nochmal heilen. Scroll, Cell, Noah. Genau. Gut. Ah, ich hätte eigentlich... Moment, ich könnte eigentlich runtergehen. Ich habe noch etwas vergessen, und zwar... Richtig. Die Mumbas geben Items her. Ich habe es eh aufgeschrieben, allerdings habe ich es zu spät gelesen. Okay, jetzt können wir natürlich nicht mehr runtergehen. Verdammt. Wir bekommen, glaube ich, Phönixfedern und ein Elixier oder so von den Mumbas. Nichts wirklich übermäßig Tragisches, aber wenn man es nicht vergisst, ganz gut. So, wie gesagt, wenn man es nicht vergisst, ist es ganz okay, die Items von den Mumbas einzusacken. Ansonsten nichts, worüber man sich Gedanken machen müsste. Und wir gehen... Ja, wo geht's ja nicht raus? Ich glaube hier, oder? Ah ja. Endlich draußen. Blauer Himmel. Okay, und das heißt wohl Bosskampf. Und zwar gegen, glaube ich, irgendeinen großen Roboter. Keine Ahnung. Oder gegen zwei große Roboter, die kennen wir eh schon. Zuerst werden wir aber allerdings den Commander da hinten fertig machen. Weil der kann, glaube ich, uns einschläfern oder vielleicht sogar verwirren austeilen, also Konfu oder wie das heißt. Wirklich wichtig ist nur, hier keinen Schaden zu verschenken, deswegen... Oh, wir haben sogar eine Rakete geschossen, cool. Oh, die halten ganz schön was aus. Naja, geht so. Okay. Das war's mit dem tollen Bosskampf. Und... Wir gehen einfach mal... Ja, wie kommen wir jetzt raus, oder... Wie funktioniert das eigentlich?
Ja, okay. Wir sind das erste Mal seit 3 Folgen oder seit sicher einer Stunde wieder draußen. Und das erste, was wir machen, ist, wir gehen wieder rein. Nicht, dass wir hier versuchen, irgendwie einen Ausweg zu finden und die anderen holen oder sowas. Nein, nein. Geht natürlich nicht. Ja, ist eine gute Frage. Ja, Sel muss das eh wissen, er war ja schon mal hier. Ja, Zeit haben wir eigentlich keine. Gehen wir nochmal raus. Und schauen wir jetzt endlich, wie wir von dem komischen Gefängnisteil runterkommen. Dazu gehen wir mal darüber. Oh, Wüste. Naja, ob das so toll ist? Ja, das ist ein. Oh, das ist. What the hell? Sind drei riesengroße Bohrmaschinen-Gefängnis-Dinger. Und wir gehen erstmal ganz rüber. Allerdings ist das nicht ganz so einfach, wie wir gleich sehen werden. Wolltest du nicht mit rüber gehen oder? Hey, das Ding beginnt sich zu drehen. Okay, die wollen hier offenbar eingraben. Hier muss man unbedingt so schnell wie möglich nach rechts rüber drücken, um zu dem grünen Licht zu kommen, dann wenn sich das Gefängnis ganz eingegraben hat und man ist immer noch nicht bei dem grün blinkenden Licht drüben, dann heißt es Game Over. Und das wollen wir natürlich nicht. So, ich glaube, das müsste reichen. Ja. Wir haben es hoffentlich ganz gut geschafft. Ja, jetzt ist nur die Frage, warum die Katze schon wieder hier rumklettern muss. Das wissen wir nämlich auch nicht. Wie jetzt alle hier rausgekommen sind, ich habe nicht die leiseste Ahnung. Auf jeden Fall war es ziemlich knapp. Das Gefängnis ist wieder im Boden versunken und wir haben hier gleich zwei Fahrzeuge. Das ist eine gute Idee. Gleich mal einsteigen und ab geht die Post. Ja, und natürlich verteilen sich die Mädchen. Wie auch immer, wir fahren jetzt einmal kurz da weg. Ich finde, das sieht etwas lustiger aus mit den langsam drehenden Rädern. Mit den schnell drehenden Rädern und langsam fahrenden Fahrzeugen. So als würden sie auf Eis fahren oder so. Keine Ahnung, was sich Square Enix bei der Animation gedacht hat. Katze. Das ist eine gute Frage. Sowas Ähnliches haben wir schon gehört, oder? Ja, das. Genau. Müssen wir jetzt beide warnen oder können wir die irgendwie anfunken, wenn wir dort sind in Ballern? Oder. Okay, wir können hier mal mit allen reden. Okay. Das ist eine gute Idee. Natürlich wirst du das tun. Und. Ja, das ist klar. Hier gibt es übrigens einen Drawpunkt mit Aero. Brauchen wir wirklich nicht. Und wenn wir jetzt mit Selfie reden, geht's weiter. Ja, du darfst zur Raketenbasis gehen, wenn du unbedingt willst, du darfst gehen. Okay. Oh. Okay. Also einen Garten können wir schon mal nicht retten. Ist aber nicht, allerdings nicht so gut. Ist nur die Frage, wer als erstes dran war. Na
Okay, offenbar war der Travia-Garten als erstes dran. Nein, die schießen einfach daneben. So einfach ist das. Ja, wir werden gut nachdenken. Und zwar, wenn wir nach Balam Renoa und Cell mitnehmen, dann gibt es da zwei extra Szenen, die man sich ansehen kann. Glaube ich zumindest. Zumindest bei Cell gibt es eine extra Szene. Bei Renoa weiß ich nicht auswendig. Und der Rest geht halt einfach zur Raketenbasis, also Kistis, Irvine und Selfie. Jein. Reingehen und alles kaputt schlagen? Gilt das auch als Plan? Ja, und das war natürlich die Katze, die wieder Sachen runterschmeißt. Wir sehen uns bei einem Garden. Ja, das ist okay. Hoffentlich schafft ihr eure Mission bei der Raketenbasis. Das ist übrigens auch das Erste, was wir... Also, die Story teilt sich hier jetzt auf. Und ganz genau klar ist nicht, wie Squall, Cell und Renoa wieder zurück zum Balam Garden kommen, abgesehen davon, dass sie ein Auto haben. Aber wir dürfen jetzt Selfie, oder zumindest sehen wir hier kurz noch die Squall-Truppe, also die Balam-Truppe, wie ich es jetzt nennen werde. Die nehmen den Zug, aber ich wusste nicht, dass ein Zug auch irgendwie interkontinental fährt, also egal, auf jeden Fall kommen wir hier mit dem Zug dann nach Balam, warum auch immer. Und die eigentliche Geschichte geht dann weiter mit einfach einmal einen Gang zulegen. Ja, und die Geschichte geht eigentlich weiter mit der Raketenbasistruppe. Bock. Und die ist angeführt von Selfie. Allerdings, was wir mit der Raketenbasistruppe zuerst machen wollen, ist nicht nach nicht zur Raketenbasis fahren. Die wäre hier irgendwo. Moment kurz, kann ich das irgendwie herzeigen? Ich weiß gar nicht genau, wo sie. Ich glaube, da drüben wäre die Raketenbasis. Ja, wir müssen hier rüberfahren. Und wir wollen aber zuerst nach Delling City fahren. Und zwar, ich hoffe, ich erinnere mich, wie es dort hingeht. Ah ja, da drüben ist der nächste Teil. Also einfach hier geradeaus. Denn wir wissen, wenn wir dringend etwas zu erledigen haben, ist es am allerbesten, wenn wir eine Runde Triple Triad spielen. Und das werden wir auch machen. Und zwar steigen wir hier aus, gehen rein. Und dann geht's weiter. Ja, genau. Wir müssen hier wir holen uns eine neue Karte. Wir müssen nicht, sondern wir holen uns einfach eine neue Karte. Indem wir hier weitergehen und dann wieder zum Caravan Mansion fahren, also zur Bushaltestelle beim Caravan Mansion. Einfach hier einsteigen. Und dann dort wieder aussteigen. Und gegen wen wir hier spielen wollen und welche Karte wir gewinnen wollen, das alles sehen wir nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 8. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß